Hallo ihr da draußen. Heute möchte ich euch unseren neuen Morris Fenderbaum Imprägnierer vorstellen. Er funktioniert auf euren Sneaks und auf allen anderen möglichen Oberflächen wie Outdoor-Textilien oder Rucksäcken zum Beispiel. Im Gegensatz zum besten Wettbewerb verzichten wir komplett auf Nanotechnologie. Nanopartikel verstopfen häufig die Membrane von durchlässigen modernen Outdoor-Textilien. Das ist bei Silikonen, die wir verwenden, nicht der Fall. Gleichzeitig werden Nanopartikel ausgespült und landen in der Nahrungskette und damit am Ende in uns als Müllkippe für Nanopartikel. Auch das ist bei Silikonen nicht der Fall. Ich werde euch in einer Großaufnahme die Anwendung zeigen und die Wirkungsweise. Und dazu habe ich, wie es in der Kochsendung heißt, mal was vorbereitet, nämlich noch eine Flasche leitungsübliches H2O. Jetzt werde ich gleich den sauberen Schuh mit unserem Silikonimprägnierer imprägnieren, das Produkt ein wenig trocknen lassen. Auf der einen Seite die Imprägnierung, auf der anderen Seite ohne Imprägnierung, damit ihr seht, wie unterschiedlich sich das dann aufgesprühte Wasser auf dem Schuh verhält. Jetzt habe ich etwas handelsübliches H2O oder wie ich vorhin sagte, leitungsübliches H2O. Und ich werde das jetzt auf diese Seite des Sneakers sprühen, die imprägniert ist, und zum Vergleich auf die Seite. Und dann achtet einmal darauf, wie der Wasserfilm aussieht. Hier könnt ihr es sehr schön sehen. Es bilden sich ganz konzentrierte kleine Tropfen, die sehr gut ablaufen können. Die Oberfläche nimmt keine Feuchtigkeit auf. Auf dieser Seite könnt ihr erkennen, wie flächig sich das Wasser verteilt und hier in den Falten des Leders schon anfängt aufgesaugt zu werden.